Ja, hallo. Na? Alles klar? Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Family Vlog bei Lulu und Leon Family and Fun. Und wir schmilzen schon wieder dahin. Es ist schon wieder, es ist Sonntag heute bei uns und gestern war ein Regenschauer, da habe ich gedacht, ach du lieber Himmel, aber heute super Wetter und echt hot. Und Leon hat sich hier drinnen zurückgezogen, ne? Genau, weil hier ist es noch recht kühl, aber was wir heute so treiben und wie wir uns so durch den Tag bringen, das seht ihr jetzt in diesem Video. Also viel Spaß dabei. Ich habe übrigens gerade die Lulu, hallo übrigens, die lernt Spanisch. Die hat sich ihr Pad geholt. Trabajo? Arbeit? So, und die lernt tatsächlich hier das spanische Alphabet. O. L. A. Hola. Cool. So, ich habe auch mal einen Spanischkurs gemacht. Und kannst du Spanisch? Oh, man kommt so durch, ne? Wir fahren ja sonst immer nach Mallorca. Oder oft zumindest. Und ja, so ein paar Wörter kann man... Oh Gott, das ist echt... Kann man gar nicht aussprechen. Echt heiß. Hola. 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 Buenos dias. Buenas. So, ich zeige euch Buenas mal gerade. Buenas. Hier. Ja. Ah, so. So sieht das Ganze hier nämlich aus. Und es ist echt. Ich musste Regenschirme schon wieder aufspannen. Und so sieht das Ganze aus. Lulu war auch schon im Pool, deswegen hat sie auch so nasse Haare. Und ihr seht, hier sind überall so Steine und so Flicken. Der Pool hat nämlich ein paar Löcher. Und da musste jetzt das Flickzeug mit insgesamt, ich glaube, 4 Steine sind drin. Fünf. Ein bisschen beschwert werden, damit die Flicken erstmal richtig fest werden. Oder liegt ein T-Shirt. Und ja, hoffen wir mal, dass die Löcher auch wieder dicht sind, dann, dass kein Wasser mehr rausgeht aus dem Pool. Ich muss jetzt erstmal Mittag machen und heute gibt es bei der Hitze ehrlich gesagt nicht ganz so viel. Ich habe jetzt 2 Pizzen in den Ofen geschoben und dann gucken wir mal weiter. Lulu hat sich spontan heute nochmal mit ihrer Freundin verabredet und jetzt sind wir beide hier. Und was wir oder ich gerade als Überraschung geholt habe, ist ein Eis. Bei der Hitze. Es war eine mega Schlange draußen und bei 31 Grad standen da alle mit ihrer Mund-Nasen-Bedeckung. Ja, aber es wirkt, also die Schlangen wirken immer alle nur so lang. So, ich zeige euch mal gerade das Eis. So, ist kein weiter Weg, aber es ist schon kurz davor zu schmelzen. Und warum das so platt ist, Leon hat sich ein Spaghetti-Eis ohne Sahne bestellt. Okay. Bitte der Löffel. Und ich nehme immer, ist mein Lieblingsbecher, ist ein After-Eight-Becher. So. Und wir lassen es uns jetzt erstmal gut gehen. Wie ist deins? Du hast schon probiert, ne? Mhm. Mhm. Das Coole ist, hier sind immer so Mikado-Stäbchen, 2 Stück zur Deko und ein After Eight natürlich. Ich liebe After Eight. Hm. So, wir lassen es uns jetzt noch schmecken und schmelzen noch so ein bisschen vor uns hin. Hallo, ihr Lieben. So, ich habe gerade die Lulu von ihrer Freundin abgeholt und dann kam die mir entgegen. Die Mutter hat die gleiche Schulgröße vor allen Dingen. Schuhgröße wie Lulu. Und was hat Lulu entdeckt bei ihr? Schuhe mit einem kleinen, also klein, ne, in Anführungsstrichen, 10 cm Plateauabsatz. Dann, wie es jedes Mädchen wahrscheinlich so macht, ich habe das selber auch gemacht, hat sie die Schuhe anprobiert und darf sie sich jetzt für 7 Tage ausleihen. Ich zeige die jetzt mal. So sieht das Ganze aus. So, ich kann auch mal zeigen, wie ich daran laufe. Ja. Ja. Ganz normal, wie bei jedem anderen Schuh.
Der Kloppo, da guckst auch du, ne? Ja, aber nur im Haus, ne? Ja, sie fängt nämlich an. Kann ich die morgen zur Schule anziehen? Nein. Ja, so sieht das hier aus. Ich denke, wenn ich die Schuhgröße hätte, dann hätte ich keine Schuhe mehr. Dann hätte sie die nämlich alle im Beschlag. Gott sei Dank habe ich etwas größere Füße. Sie hat 41. Ich habe 40. So alt, wie sie auch ist. Ich habe 40, 41. Aber meine Füße wachsen zum Glück auch nicht mehr. Und ehrlich gesagt, kann Leon ich auch in so hohen Größe. Schuhen nicht mehr laufen. Genau, Leon hat zurzeit die gleiche Schuhgröße wie ich. Aber er hat ja Jungenschuhe, ne? Also, da kann ich nicht so viel tauschen. So, man da tuckelt sie wieder. Ab und an Leons Schlappen an. Da tuckelt sie, genau, seine Badeschlappen, die können wir uns teilen. Na, ist anstrengend auf so hohen Schuhen, ne? Nee, ich schwitze nur ein bisschen, weil es hier drin warm ist. Ha? Ich habe hier voll abgekühlt. Obwohl, ich glänze auch schon wieder wie ein kleiner Speckaal. Es ist echt drückend. Ne? Für Thomas und mich ist es zurzeit wirklich anstrengend, weil wir ein Wasserbett haben. Und Wasserbetten sind immer etwas beheizt. Das darf man nicht komplett ausstellen, weil ja, das nicht gut ist. Von daher müssen wir immer in ein etwas warmes Bett hüpfen. Aber als erstes kriegt erstmal unser kleiner Klopfi. Da. Kloppo, hast du Hunger? Möchtest du was fressen? Er liegt auch vom Ventilator. Ist schön, ne? Ja. Hä? Wollen wir dir mal was holen? Oh, das entnehme ich als ja. Oh, müde ist er auch. Ich hol dir mal was, ne? So, Kloppo, hier, guck mal. Komm. Mach mal Sitz. Hi. So. Und jetzt friss. Friss, Kloppo. Ja, Lulu geht jetzt raus. Und du frisst jetzt. Da, friss. Yam, yam, yam. Ja, jetzt darfst du. Lass dir schmecken. Kloppo hat feste Zeiten übrigens. Der futtert immer morgens. Und dann gibt es abends noch mal was. So. Wo ist Lulu denn eigentlich hin? Ich hoffe nicht, dass sie aufs Trampolin mit ihren Schuhen ist. Ach, ist er nicht. Na, drehst du deine Runden? Na, drehst du deine Runden? Hier übrigens, hat sie bei ihrer Freundin gekriegt. Guckt euch mal diesen tollen Zopf an. Wie heißt das? Fischgräte? Ja. Ah. Lulu kann ja noch mal ein bisschen mit dem Hamster Fips spielen. Ah, der macht gerade auf. Lulu? Willst du den noch mal zeigen? Hm. Das Haus? Oh, er schläft. Ja, dann lass ihn schlafen. Dann mach schnell das Haus wieder rüber. Der kann nicht mehr, der ist jetzt da reingeplunzt. In das Loch? Ja. Oh. Nee, dann nicht. Nee, erst wach. Jetzt ist er natürlich wach geworden. Er schläft sehr, sehr viel. Also das machen wir nicht oft, aber wir wollten ihn euch noch mal zeigen. Wir möchten ihn eigentlich gar nicht wecken. Aber oh, guck mal, da ist er. Hallo Fips. Na, was geht? Hier, das haben wir übrigens noch gar nicht gezeigt. Sie hat ja so ein Freilaufgehege gekriegt. Hier, das ist so, das kann man zusammenklappen. Das ist total praktisch. Und dann, ach, guck mal, was er sich geklaut hat. Die Futterstange, die ich ihm vorhin gegeben habe. Da putzt er sich. Mama, ich kann das eigentlich. Lulu hat auch was richtig, hab ich eben gemacht. Lulu hat auch was richtig Cooles aus Klorollen gebaut. Da rennt der immer durch, wenn er so richtig in Fahrt ist. Ja, ne? Wo ist die Futterstange denn jetzt? Da liegt sie. Schnapp sie dir. Hm? Ach da. Ja, so sieht das übrigens aus. Und da kann er richtig lospesen hier. Ne? Ja, du kannst ihm auch nochmal das zeigen, wie toll das jetzt ist. Ja. So, da geht er wieder dazwischen. Ja. Morgen gibt's wieder Gelegenheit. Da. Yay. Ja, hallo. Na? Alles klar?
Oh, weg. Weg ist er. Da wackelt die ganze Rolle. Fehips. Vielleicht stopft er sich die Rolle auf in die Backentasche. Fehips. Wo ist er denn jetzt? Jetzt kommt er da gar nicht mehr raus. Wo bist du denn? Oh, und sie werkelt da noch. Ich, irgendwo in der Rolle, in der großen. Ah, die Rolle bewegt sich auf jeden Fall. Na? Fips? Er will jetzt in der Rolle bleiben. Ach, da ist er. Ich musste ihn da raus so. Wenn du da deine Hand drunter herhältst, dann rutscht er so runter. Und dann, ja, das ist zwar ein bisschen blöd, aber du bist da nicht mehr rausgekommen. So, ihr Lieben, also, jetzt hattet ihr auf jeden Fall einen kleinen, klitzekleinen Einblick, ne? Heute in unseren Sonntag. Lulu wird, denke ich, heute auch ja, sehr früh ins Bett gehen. Ihre Freundin ist so früh aufgestanden und Lulu ist ja eine Langschläferin, ne? Deswegen bist du ihr zuliebe auch früher aufgestanden. Das heißt, ja, Lulu ist heute schnell müde, denke ich, und schläft schnell ein. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Och, jetzt sitzt er da. Das ist ja einer. Der kleine Fips. Nun gut, also, ich denke, ich werde jetzt Abendbrot machen, dass die beiden was zu futtern bekommen. Fips futtert wahrscheinlich auch gleich. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einem nächsten Video wieder. Wir freuen uns auf euch. Seid ihr auch wieder dabei? Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.